heftiger Schlag gegen Dieter Wolny. Seine Kinder wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. 28 Jahre war Dieter Wolny der Mann an Silvias Seite. 2012 folgte die überraschende Trennung. Das Verhältnis zwischen Dieter und den Kindern ist seitdem extrem schlecht. Besonders Loredana und Sarafina wollen nichts mehr von ihrem leiblichen Vater wissen, stattdessen ist ein neuer Papa in ihr Leben getreten. Silvias Lebensgefährte Harald versteht sich blendend mit den Kids. Doch vor einem Jahr der Schock. Er erlitt einen schweren Herzinfarkt. Auf Instagram richtet Loredana jetzt eine zuckersüße Liebeserklärung an ihren Ersatzvater und schießt damit gleichzeitig hart gegen Dieter. Heute ist es ein Jahr her. Wir hätten einen der wichtigsten Menschen in unserem Leben fast verloren. Einen Menschen, der alles für uns tut. Einen Menschen, der immer ein offenes Ohr für uns hat. Wir hätten fast unseren Papa verloren, schreibt sie. Es ist ein Jahr her, als ich neben dir hockte und sagte: Papa, bitte wach wieder auf. Wir brauchen dich. Schwester Estefania veröffentlichte ein ähnliches Statement auf ihrem Account. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Heute ist es ein Jahr her, wir hätten einen der wichtigsten Menschen in unserem Leben fast verloren. Einen Menschen, der alles für uns tut. Einen Menschen, der immer ein offenes Ohr für uns hat. Wir hätten fast unseren Papa verloren. Es ist ein Jahr her, als ich neben dir hockte und sagte: Papa, bitte wach wieder auf, wir brauchen dich. Es war einer der schlimmsten Tage in meinem Leben. Ich bin so froh, dass du jetzt bei uns bist, uns immer noch zuhörst, immer noch für uns da bist, immer noch alles für uns tust. Ich bin einfach froh, dich zu haben. Ich bin nicht immer leicht, ich bin manchmal echt gemein und nicht so gut drauf, und trotzdem versuchst du immer das Beste. Ich zeige es nicht so oft, aber ich liebe dich und bin echt verdammt froh, dich zu haben. Ein von @Loredana Wolny 2542 geteilter Beitrag am Ort 25/2019 um 10.13 Uhr PDT. Kaum auszumalen, wie schmerzhaft diese Worte für ihren leiblichen Vater Dieter sein müssen. Schließlich bekommt er eine Klatsche nach der nächsten. Auch zu Sarafinas und Peters Hochzeit war Dieter nicht eingeladen. Eine Versöhnung ist wohl eher nicht in Sicht. Lavinia Wolny hat in letzter Zeit ordentlich abgenommen. Die krasse Veränderung seht ihr im Video.